3, 2, 1. Hey Leute! Servus Leute, hier ist euer DCBS. Genau, wir haben uns gedacht, beziehungsweise wir haben uns eben ausgedacht, wir könnten mal als Mobile Gaming Community einen Mobile Gaming Podcast Channel einrichten. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung zu dem Kanal, könnt ihr auf jeden Fall mal abonnieren. Ja, wer ist denn bei uns im Team, Düsi? Also wir sind an sich vier deutsche, ich würde mal sagen, größere Modern Combat bzw. Mobile Gaming YouTuber. Darunter einmal der Perkix, mein Dual-Partner. Der Uga Movies, den kennt ihr sicherlich alle noch. Der hat früher MC4 Commentaries und MC3 Commentaries gemacht. Mittlerweile nicht mehr ganz so aktiv, aber der will wieder einsteigen mit Modern Combat 5 und unserem Podcast. Dann der Mr. 8888X. Den kennt ihr vielleicht auch schon, ist ein Österreicher oder Schweizer, ich bin mir da nicht ganz sicher. Und ich. Und wir vier zusammen werden immer wieder 20 bis 30 Minuten Videos hochladen, mit schönen Gameplays im Hintergrund natürlich, und uns dabei mit welchen Themen befassen, Perkix? Also im Prinzip so alles, was mit Mobile Gaming zu tun hat, also wie wir das eigentlich auch auf unseren Kanälen durchziehen. Alles Mögliche, was mit Mobile Gaming zu tun hat. Und dabei wahrscheinlich im Schwerpunkt Modern Combat, wie es alle sehen wollen. Genau. Dazu habe ich übrigens einige Gameplays zur Verfügung, falls da Probleme herrschen. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar an alle, die jetzt hier teilgenommen haben und die hier mitmachen. Wenn ihr ins Team wollt, ganz wichtig, dann schreibt uns doch an auf YouTube und so weiter, dann skypen wir mal 10 Minuten mit euch und dann checken wir euch mal durch und schauen, ob ihr so ins Schema passt, bei uns Podcaster zu sein. Und wenn ihr eine angenehme Stimme habt und auch ein bisschen Ahnung von Mobile Gaming, dann könnt ihr da auch gerne mitmachen. Also da ist, denke ich mal, kein Problem. Wir freuen uns immer über neue Leute. Genau, das läuft dann so ähnlich ab wie eine Bewerbung. Gibt es ein paar Fragen, einfach so Allgemeinwissen, keine Ahnung, was man da so fragen kann zu. Und vor allem ist halt wichtig, dass ihr eine erwachsenere Stimme habt. Und ist jetzt nichts gegen kleinere Zuschauer oder auch nichts gegen jüngere, aber grundsätzlich wollen wir professionell wirken und dazu ist einfach eine erwachsene Stimme sinnvoller und beziehungsweise besser. Genau so ist es. Zusätzlich gibt es noch zu sagen, also wir sind vier Stück im Team, aber wir nehmen natürlich auch noch Special Guests mit rein, also so größere YouTuber wie Metro Games Media, wenn er mal Lust hat, kann er gerne auch mal bei einer Folge dabei sein. Ja, oder auch bei mehreren. Ja, genau. Grundsätzlich werden mehrere YouTuber dabei sein, wie gesagt, und auch Slim for Real oder sowas in der Art. Und es wird auch nicht immer ein Dual sein, sondern teilweise auch ein Trial oder ein Multi-Commentary oder wie auch immer das alles heißt. Damit es einfach wirklich so in die Richtung Podcast und Unterhaltung und einfach so eine riesen Unterhalterrunde einfach wird und dann auch für euch zum Zuschauen bzw. zum Anhören sehr unterhaltsam sein wird. Wir haben uns so als Richtwert genommen, 20 bis 30 Minuten werden wir da über ein Thema reden. Also ihr könnt ja, wir werden dann immer ein Bild im Hintergrund haben, also nur so ein Bild. Ihr könnt ja im Hintergrund dann an eurem PC was anderes machen und uns dann im Hintergrund zuhören. Ich denke mal, das ist ziemlich gut, dass so 20 bis 30 Minuten, dass ihr da nicht so aufs Bild starren müsst und ja. Wobei, wahlweise könnten wir ja auch also eigentlich euch damit einbeziehen, wenn ihr da Gameplays haben wollt. Ich hatte genügend, also vorausgesetzt, es stört euch nicht, wenn ihr die irgendwann schon mal gesehen habt, aber ich habe locker 30 Stunden Gameplays auf dem PC. Also falls ihr lieber Videos im Hintergrund haben möchtet, einfach in die Kommentare reinschreiben. Genau, ich denke mal, das kriegen wir alles. Auf jeden Fall. Wir machen jetzt erstmal so eine Art Warmlaufrunde, wir zwei zusammen, weil der Uga-Movie ist im Moment krank und der Mr. 8888X, der kann gerade im Moment nicht. Und deshalb haben wir uns einfach mal so einen kleinen Starter-Dual einfach mal so zum Vorstellen rausgehauen. Und wir haben uns auch gleichzeitig schon ein Thema so ein bisschen ausgesucht. Und zwar lautet das Thema Reiz an Ego-Shootern. Ja, Reiz an Ego-Shootern. Ja, was fällt dir denn dazu ein, wenn du es so hörst? Also warum spielt man Ego-Shooter? Also das ist für mich eigentlich so die Hauptfrage, die sich mir da sofort einfällt. Ja. Ja, willst du gleich was zu sagen oder soll ich? Ja, mach du gerne.
Ja, okay, also ich habe die letzten Tage extrem viel drüber nachgedacht, weil ich ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, offline war und so eine internetfreie Zeit gemacht habe und habe mir überlegt, warum spielt man eigentlich, beziehungsweise warum spielt man auch Ego-Shooter, also nicht nur Ego-Shooter, aber hauptsächlich. Es ist ja so, dass 99% der Games, die eigentlich produziert werden, eigentlich schon in die Richtung Ego-Shooter gehen. Also vielleicht auf mobilen Games jetzt noch nicht so, aber auf dem PC ist es eigentlich fast überall so. Und das muss ja eigentlich einen Grund haben, und ich würde mal behaupten, der lautet einfach, dass Menschen sind an sich brutal, und es ist eigentlich überall so, dass so Konkurrenz herrscht zwischen den Menschen, und da ist es eigentlich immer so, dass auch gekämpft wird. Das ist ja auch von Natur so vorgegeben, so hierarchiemäßig, dass man so gegeneinander kämpft und sich behauptet, und das ist ja eigentlich nichts anderes in diesen Spielen auch. Man hat halt eine virtuelle Waffe und seinen Feind, und den versucht man einfach umzulegen und sozusagen einfach besser zu sein. Also wenn ich das spiele, geht es mir gar nicht unbedingt darum, Leute zu töten, sondern einfach nur besser zu sein als der andere. Und in dem Fall ist besser sein als der andere, dass man halt dann den anderen tötet. Das hat jetzt für mich aber keinen irgendwie radikalen, gewaltverherrlichenden Hintergrund. Also ist bei mir zumindest so. Und Genau, sorry, falls ich dich jetzt unterbreche oder wenn ich dich jetzt unterbreche, aber genau das habe ich mir gerade eben auch überlegt, dass es eigentlich nicht um Gewalt geht und dass es mir persönlich geht es nicht, wenn ich diese Spiele spiele, um irgendwie Blut oder dass ich Blut sehe oder dass ich besonders viele Menschen abschlachte, sondern dass ich einfach besser bin als der andere, so wie es Düsi BS gerade eben gesagt hat. Es ist einfach diese sich über einen Menschen stellen. Und einfach seine Skills zeigen und so, das ist einfach, ja, das ist einfach der Reiz daran, denke ich mal. Aber es gibt noch andere Reize, denke ich mal. ja, sicherlich. Das ist auch mit Sicherheit individuell verschieden. Und da muss man auch nicht gar nicht groß anfangen. Man muss jetzt gar nicht mal wegen Ballerspielen oder sowas, wie die Eltern es immer nennen, was so schlimm ist und gewaltverherrlichend so Grund für die ganzen Amokläufe und keine Ahnung was. Aber das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, weil das fängt ja an sich schon bei, was weiß ich, Monopoly an. Will man auch besser sein als der andere und kriegt eventuelle Wutanfälle, wenn man verliert. Oder weiter jetzt im Sinne von Age of Empires, die Siedler, keine Ahnung was, da ist es an sich auch so, dass man sein Reich aufbaut und dann kämpft. Und da sieht man genauso Blut, und es ist genauso in dem Sinne Gewalt wie in den Spielen auch. Und es ist eigentlich kein Unterschied, es ist immer dasselbe. Man will einfach besser sein als der andere, beziehungsweise gewinnen. Und das ist ja das vom Menschen eigentlich immer. Der Mensch will immer gewinnen. Weil wenn er gewinnt, dann ist er besser als der andere und hat bessere Überlebenschancen. Das ist eigentlich grundsätzlich. Ja, also ich denke mal, was er sagen will, das ist eigentlich Ja, das ist menschlich der Überlebenstrieb und eigentlich an sich. das, Besser zu sein als der andere. genau, das wird einem angeboren. Ja, aber was kann man dazu sagen? Also ich denke mal, früher hat man sich ja auch so zum Beispiel als kleine Kinder mit Pfeil und Bogen oder so beschossen. Das geht nicht unbedingt an diese Ego-Shooter jetzt wirklich ran. Also das ist halt, ich meine, man muss sich ja auch mal jetzt als blödes Beispiel einfach mal Cobra 11 angucken. Der Großteil, die das gucken, sind Männer, weil sie diese Explosionen und diese Schießereien mögen. Weil, denke ich mal, das fasziniert das männliche Geschlecht. Und ich denke mal, das ist auch ein ganz großer Punkt, warum halt solche Spiele gespielt werden, auch neben dem besser sein als der andere, dass man hier eine Waffe hat und dann schießen kann. Ich denke mal, das fasziniert uns alle ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass dies auch wieder eigentlich biologisch daherkommt, dass wir ja an sich das männliche Geschlecht viel mehr Testosteron hat. Und Testosteron ist an sich Sexualhormon, aber eigentlich ist, wenn man das jetzt mal auf die Muskelebene macht, Testosteron hilft auch beim Muskelaufbau. Und dementsprechend können auch Männer viel schneller Muskeln bekommen als Frauen. Und Muskeln sind ja dann wieder dazu da, um Gewalt auszuüben, beziehungsweise um Kraft zu haben. Und das ist dann wieder in dem Sinne Überleben. Es ist eigentlich alles auch rein biologisch erklärlich. Und deshalb spielen sicherlich auch mehr Männer als Frauen insgesamt Ego-Shooter und wahrscheinlich auch insgesamt solche Spiele. Ja, würde ich auch sagen. Ja, Ego-Shooter. Man muss sich ja auch unterscheiden bei Mehrspieler und bei Singleplayer. Gibt ja zwei Bereiche, denke ich mal. Und beim Singleplayer, da stellst du dich
aber nicht so wirklich über andere drüber. Also ich meine, du schießt jetzt diese computergesteuerten Typen ab, aber du weißt eigentlich, dass es nicht wirklich jemand ist, der wirklich existiert, und da kannst du dich nicht wirklich über einen drüber stellen. Was denkst du denn, ist dann der Reiz daran, dass es trotzdem Leute spielen? Also wie ich so mitbekommen habe, ist bei Singleplayer insgesamt so, dass die Großteil der Leute den entweder nur kurz anzocken oder gar nicht zocken, sondern da eigentlich hauptsächlich der Multiplayer gespielt wird, um genau eben dieses Konkurrenzding zu haben. Aber ich spiele grundsätzlich immer die Kampagne, damit ich weiß, ja, was geht's eigentlich, die Geschichte, da hat sich ja auch immer was ausgedacht. Das ist ja dann eigentlich so eine Art Film, in dem du teilnehmen kannst, wenn man das mal so grob sagen kann. Und ja, das ist eigentlich dann auch so, das Spiel kennenzulernen, jetzt aus meiner Sicht her, und so ein bisschen Spielverhalten, die Schnelligkeit, die Waffen, wie gut sind sie, welche Range haben sie, wie schnell stirbt man. Da geht es für mich eigentlich, das ist so eine Art Anschnuppern vom Multiplayer dann auch, von den Waffen. Weil an sich wird ja da nicht viel verändert zum Multiplayer her, vom Feeling. Ja, Was denkst du denke dazu? ich auch. Also, ich spiele zwar jedes Modern Combat, habe ich durchgespielt in der Kampagne, weil ich halt einfach wissen will, um was geht's da. Und die Storys sind auch manchmal richtig durchdacht. Wenn man was bei Gameloft nicht kritisieren kann, dann sind es wirklich die Singleplayer-Spiele. Also diese Kampagne-Spiele da, wo sie wirklich Story mit reinbringen, das ist richtig gut immer. Auch Modern Combat 4 ist eine richtig geile Story eigentlich. Wenn man sich das mal überlegt, die zweitbeste wäre dann Modern Combat 2. Hast du eigentlich jedes Modern Combat durchgespielt von der Story her? Ja, an sich schon. Ich habe damals angefangen mit Modern Combat 1. Das habe ich Multiplayer aber nicht gespielt, weil als ich das mir geholt habe, war der Multiplayer schon gehackt. Da war nicht mehr viel zu holen. Aber dann, also mein Haupt Modern Combat war eigentlich das Zweier danach. Das habe ich auch die Kampagne tausendmal durchgespielt. Das Dreier habe ich jetzt seit, ich glaube, eine Kampagne einmal durch. Da habe ich im Multiplayer am meisten gespielt. Und das Vierer ist halt das Aktuellste. Das ist halt. Ja, da fand ich die Kampagne richtig geil. Die habe ich sogar mehr als einmal gespielt, weil ich ehrlich bin, habe es am Anfang nicht ganz gerafft, wie das alles miteinander vernetzt war. Und dann habe ich es ein zweites Mal gespielt, um das Ganze nochmal wahrzunehmen, die Geschichte mehr wahrzunehmen, weil ich beim ersten Mal doch viel mehr auf die Waffen und so geachtet habe, wie ich es beim vorher schon gesagt habe, dass ich einfach das Spiel kennenlernen wollte. Und beim zweiten Mal habe ich dann wirklich auf die Kampagne nochmal geachtet, um die nochmal so genießen zu können, so wenn man das so ausdrücken kann. Ja, also ich habe auch wirklich jedes Modern Combat durchgespielt, weil es halt einfach, ich finde einfach die Storys da drin richtig gut und ja, manchmal wird's auch langweilig, denke ich mal, bei solchen Shootern die Singleplayer durchzuspielen, weil man halt ständig schießt und es ist irgendwie unrealistisch einem vorkommt, dass man so viele Gegner besiegt und die Gegner einen nicht downkriegen zum Beispiel. Ja, aber an sich die Storys sind richtig gut. Aber wir schweifen wieder ein bisschen vom Thema ab. Vom Reize der Ego-Shooter. Was sind noch Reize von Ego-Shootern? Was denkst du? Grundsätzlich denke ich mal, das ist eigentlich schon schwer zu sagen. Der Reiz ist an sich, der Spielereiz an sich, wie gesagt, dann der Konkurrenzkampf auch. Und sonst, was könnte man noch dazu sagen? Dass es wahrscheinlich auch einfach Spaß macht, wenn man schon weiß, dass ein Echtkrieg und sowas extrem gefährlich ist und auch nichts Schönes oder sowas ist, dass man das einfach so Art Rollenspiel, dass man das einfach selbst ausprobieren kann, wie Wehrkrieg oder ich weiß nicht, ob das irgendwie so nachvollziehbar ist, aber ich denke, dass das doch irgendwie schon so ein kleiner Teil davon ist, dass man einfach auch so Welten, die man normalerweise nicht haben kann oder haben möchte, dass man das einfach ausprobiert und nichts anderes, als wenn man Ritter und Burgfräulein im Garten spielt mit seinen Freunden. Einfach so dieses Ja, das Soldatenleben hast du einfach macht. sicherlich gemacht, Alter. Das hast du sicherlich gemacht. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, ich war natürlich nicht das Burgfräulein. ja, aber halt auch, weil man sich halt übelst gut bei solchen Spielen abreagieren kann. Ist mir gerade noch so in den Sinn gekommen. Ja, grundsätzlich auch, wobei, da bevorzuge ich eigentlich lieber Sport. Mache ich was für meine Gesundheit. Ja, natürlich. Muskelaufbau und so weiter. Genau. Ist eh das Beste. Ja, viel besser. Von daher, weißt du, wie viel Zeit wir schon drauf haben? 16 Minuten. 16 Minuten, dann denke ich mal,
Ja, geht noch ein bisschen was, oder? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht fällt dir noch ein toller Reiz ein. Beziehungsweise, warum spielst du Ego-Shooter? Ja, es ist was anderes. Es ist einfach, wenn man sich jetzt mal andere Spiele anguckt. Also zur Zeit ist es ja ein bisschen nachgekommen, aber zur Zeit ist auch dieser Ego-Shooter-Spielreiz ist ja jetzt nicht mehr so hoch, wenn ich mir vor 2 Jahren das nochmal angeguckt habe. Also vor 2 Jahren war ja dieses Verlangen nach Ego-Shootern war viel, viel größer, meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt nicht, ob du das so mitbekommen hast. Ich denke mal schon. Also vor 2 Jahren gab's diese typischen Spiele und diese nicht typischen Spiele. Und dann waren Ego-Shooter-Spiele so was richtig anderes einfach. Und ich denke mal, daran liegt das. Was mir auch noch so gerade eingefallen ist, bei mir ist es so, dass ich eigentlich mich bei anderen Spielen teilweise langweile, weil mir einfach das im Team fehlt. Also dieser Multiplayer, den gibt es ja grundsätzlich mittlerweile in viel mehr Spielen als früher, aber das, was es mit so auf der Online-Szene gibt, mit Game Center oder sowas, das finde ich sowas von extrem langweilig. Und hast du einfach auch so einen Multiplayer-Charakter drin, den du kaum in einem anderen Spiel findest, wenn man ehrlich ist. Also das. Wenn man jetzt für Modern Combat nimmt, das sind 12 Leute, die auf einmal spielen. Also meistens, wenn die Lobby voll ist, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, vom Idealfall. Und die dann, wie war, keine Ahnung, wie wir es schon gemacht haben, wie ich es schon mal auf meinem Channel gemacht habe, DüsiBS sagt und so weiter, die dann einfach zusammen agieren, was zusammen machen. Einfach das Soziale, was da irgendwie auch mit reinkommt, die Taktik, die man da mit reinbauen kann, die ist kaum in einem anderen Spiel, finde ich, so vertreten. Wenn man sich jetzt mal im Vergleich nimmt, irgendwelche Rennautospiele, da fährst du einfach die Ideallinie und wenn du das einmal rausgefunden hast, wie die funktioniert und wie ein bisschen die Physik von Autos funktioniert, dann hast du das in jedem Autorennspiel. Aber da hast du einfach Taktik drin und es ist jedes Mal anders, weil ja 12 Spieler dabei sind. Jeder, der individuell ist, jedes Mal, der anders agiert und jedes Mal kommen dann wieder neue Situationen auf einen zu. Das ist extrem vielfältig, wenn man das so sieht. Ja, da denke ich auch. Ich denke mal, wir belassen es jetzt dabei, Ja, können wir gerne oder? machen. Haben gut darüber geredet. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Ja, dann abonniert unseren Kanal bitte, wenn ihr Lust auf solche Podcasts habt. Und ja, dann überlasse ich dir das Schlusswort. Ja, dazu kann ich eigentlich nur sagen, abonniert unseren Kanal, werden wir viele interessante Themen ansprechen, interessante Leute dabei haben. Es ist eigentlich für uns alle ein Vorteil, wenn ihr uns da unterstützt. Wir haben da mehr Spaß dran. Ihr habt gute Themen. Wir sind alle zusammen, wir sind eine deutsche Community, wir müssen die ja auch ein bisschen aufbauen und so im Vergleich zu Englischen. Und ja, dann sage ich eigentlich nur noch, haut's da rein, viel Spaß, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal.